Hallo und guten Abend, herzlich willkommen, liebe Zuschauer aus nah und fern. Ich darf Sie im neuen Jahr 98 auf das Allerherzlichste begrüßen. Sie sind wieder da, Sie haben den richtigen Kanal gewählt. Sie wissen, nichts liegt näher als S3. Aber am allernächsten liegen wir, nämlich OK Ludwigshafen, hier aus der Prinzregentenstraße und wie immer unter der bewährten Regie Johann und Renate Bibinger. Und ich darf Ihnen Stargäste präsentieren. Wir haben Sie aus allen Bundesländern heute Abend eingeladen. Aber, liebe Zuschauer, zuvor darf ich Ihnen präsentieren eine wunderbare, charmante junge Dame. Sie wird für mich heute Abend mit die Co-Moderation übernehmen. Und das ist unsere Claudia Martins. Vielen Dank, Peter. Recht herzlichen Dank für die nette Ansage und auch von mir natürlich. Ja, liebe Claudia, und wir machen gleich weiter im Programm. Ich habe Ihnen versprochen, Stargäste. Es ist eine Gruppe aus 7 jungen, gesunden, strammen Männern hier auf der Bühne. Und sie kommen in der Nähe von der Aisch. Sie haben Showpublikum. Sie sind schon jahrelang in der Szene. Und es ist die Gruppe Aischzeit. Und sie bringen einen wunderschönen Titel. Das Lachen in deinen Augen. Die Gruppe Aischzeit. Liebe Zuschauer, das war die Aischzeit und wir gehen gleich weiter mit unserem nächsten Künstler. Ich darf Ihnen versprechen, er ist sehr charmant und er wird Ihnen 2 Titel heute vortragen. Das wird einmal sein, Die Rosen blühen für dich und der zweite Titel, Lass mich dein Herzblatt sein. Ich darf aber auch noch dazu sagen,
Es ist heute sein erster Fernsehauftritt. Er ist super gut drauf und er hat gerade seine erste CD aufgenommen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Peter Pieper. Lachen wie Sterne in der Nacht und Träume erwachen, du hast mir Glück gebracht. Ich will an dich denken, an jedem neuen Tag will ich dir Rosen schenken, weil ich dich so mag. Die Liebe ist so stark, ich will immer bei dir sein. Sie wächst mit jedem Tag und ich lass dich nicht allein. Will dich auf Händen tragen, ein ganzes Leben lang. Rosen sollen dir sagen, was ich nicht sagen kann. Rosen blühen für dich, wie die Liebe rot und schön. Rosen blühen für dich, sagen dir mein Schatz, ich liebe dich. Rosen blühen für dich, strahlen hell im Sonnenlicht. Lass uns in den Garten gehen, wo die schönsten Rosen stehen. Jahre gehen ins Land, wir sind immer noch ein Paar. Komm, reich mir deine Hand, ich bin ewig für dich da. Ein Rosenstrauß wie immer, nicht nur am Hochzeitstag. Stell ich dir auf dein Zimmer, weil ich dich so mag. Rosen blühen für dich, wie die Liebe rot und schön. Rosen blühen für dich, sagen dir mein Schatz, ich liebe dich. Rosen blühen für dich, strahlen hell im Sonnenlicht. Lass uns in den Garten gehen, wo die schönsten Rosen stehen. Rosen blühen für dich, wie die Liebe rot und schön. Rosen blühen für dich, sagen dir mein Schatz, ich liebe dich. Rosen blühen für dich, strahlen hell. Lass uns in den Garten gehen, wo die schönsten Rosen stehen. Lass uns in den Garten gehen, wo die schönsten Rosen stehen. In meinen Träumen bist du mir so nah, in meinen Träumen wird ein Wunder wahr. Du bist die Liebe, Sonne meiner Nacht, bis der Morgen neu erwacht. Dann stehst du vor mir, wartest auf den Bus, der dich nach irgendwo heut bringen muss. Und ich schau dir tief in deine Augen. Soll ich's wagen, dir zu sagen, was ich fühl? Lass mich dein Herzblatt sein, ma belle amie. Lass mich dein Herzblatt sein, vergiss mich nie. In meinen Träumen wohnst nur du allein. Komm, lass uns beide einfach glücklich sein. Lass mich dein Herzblatt sein, ma belle amie. Lass mich dein Herzblatt sein, vergiss mich nie. Du bist schön, wunderschön und ich will dich wiedersehen. Lass mich für alle Zeit dein Herzblatt sein. Lass mich für alle Zeit dein Herzblatt sein. Wär ich ein Dichter, schrieb ich ein Gedicht. Wär ich ein Maler, malte ich nur dich. Mir fehlt der Mut, ich sag nur leis Hallo. Und mein Herz brennt lichterloh.
von dir ein Lächeln und ein kurzer Blick, wär für mich mehr noch als das größte Glück. Und ich schau dir tief in deine Augen, soll ich's wagen, dir zu sagen, was ich fühl? Lass mich dein Herzblatt sein, ma bella mi. Lass mich dein Herzblatt sein, vergiss mich nie. In meinen Träumen wohnst nur du allein. Komm, lass uns beide einfach glücklich sein. Lass mich dein Herzblatt sein, ma bella mi. Lass mich dein Herzblatt sein, vergiss mich nie. Du bist schön, wunderschön und ich will dich wiedersehen. Lass mich für alle Zeit dein Herzblatt sein. Lass mich für alle Zeit dein Herzblatt sein. Ja, liebe Zuschauer, das war unser lieber Freund Peter Pieper und er lässt das Herzblatt natürlich wandern von Dame zu Dame. Und ich darf Ihnen als nächstes ankündigen, ein Duo, ein ganz liebes Duo. Sie sind sogar verheiratet, was sehr selten vorkommt in letzter Zeit. Sie haben eine Familie gegründet, sie kommen aus der Nähe von Reutlingen und sie haben natürlich auch eine nagelneue CD. Und die darf ich hier mal ganz kurz ins Bild halten. Das Duo Moskitos, sie singen nun für uns, solange es die Musik gibt, einmal. Und noch einen wunderschönen Titel zuvor. Und wir tanzen eine ganze Nacht. Das Duo Moskitos, bitteschön. Ich muss jetzt gehen, doch deine Augen verschwinden.
Sprache. Es gibt ein Wiedersehen und wir tanzten eine ganze Nacht, bis du sagtest, ich muss jetzt gehen. Doch deine Augen versprachen, es gibt ein Wiedersehen. Es gibt ein Wiedersehen. Ja, liebe Zuschauer, das war das Duo Mosquito und ich denke, die Harmonie, was ein Paar ausmacht, hat man gemerkt. Und wir gehen gleich weiter und wir kommen zu einer Gruppe, die haben wir heute Abend schon mal hier auf der Bühne gehabt. Die kennen Sie eigentlich schon, aber es wird eine kleine Überraschung geben. Ich darf nur sagen, Sie singen die Glocken von Rom. Und was das bedeutet, ich sage einfach nur, lassen wir es klingen. Die Eiszeit! Die Glocken von Rom.
Ja, liebe Zuschauer, das war nochmal die Eiszeit. Ich habe diesen Titel in sehr guter Erinnerung von Heike Schäfer, ein Grand Prix, Maxi, Super Maxi. Aber wir gehen weiter. Ich habe eine Dame hier auf der Bühne für Sie und sie wartet auf mich. Offensichtlich, denn der nächste Titel, beziehungsweise der zweite Titel, den sie singt, der heißt nämlich so: Ich warte auf dich. Und es ist eine ganz charmante Sängerin. Sie kommt hier aus dem Norden, oben bei Kamp Lindfort. Und ich habe sie vor 2 Jahren kennengelernt und ich bin damals schon auf sie aufmerksam geworden. Sie singt also, wie gesagt, den Titel Ich warte auf dich. Und ich hoffe, ich bin damit auch gemeint. Sie hat natürlich auch, wie kann es anders sein, eine niegelnagelneue CD. Ganz neu, brandneu auf dem Markt. Und Sie können hier diese CDs auch über unseren Sender erwerben, wenn Sie uns schreiben. Und ich darf Ihnen jetzt ankündigen mit dem ersten Titel Weiter nach Westen. Freuen Sie sich mit mir, liebe Zuschauer, auf Alexandra Wessler. Inseln waren den Leuten schon lange bekannt. Nach westlichen Stürmen entdeckten sie manchmal Boote von Fremden zerschlagen am Strand. Kolumbus behielt seine Weisheit für sich. Wie viel er wusste, sagte er nicht. Weiter nach Westen, die Meere sind frei. Folgt dem Passat an der Sonne vorbei. Land kommt in Sicht, man nennt es Chipango, die Insel im Licht. Kolumbus behielt seine Weisheit für sich, wie viel er wusste, sagte er nicht. Weiter nach Westen, die Meere sind frei, folgt dem Passat an der Sonne vorbei. Weiter nach Westen, ein Land kommt in Sicht, man nennt es Chipango, die Insel im Licht.
ich gehöre zu dir. Denn der Frühling ist bald wieder hier. Wart auf mich, du gehörst zu mir. Jede Liebe hat Worte und wenn man sie spricht, dann klingen sie schöner als jedes Gedicht. Du sagst, wenn du gehen musst, ich bleibe dir treu. Die Zeit bis zum Wiedersehen geht auch vorbei. Lass die Farben des Herbstes verwehen, lass die Bäume im Raureif stehen. Denn der Frühling ist bald wieder hier, wart auf mich, ich gehöre zu dir. Denn der Frühling ist bald wieder hier, wart auf mich, du gehörst zu mir. Der Frühling ist bald wieder hier, wart auf mich, ich gehöre zu dir. Denn der Frühling ist bald wieder hier, wart auf mich, du gehörst zu mir. Alexandra Wessler. Und wir gehen weiter jetzt mit zwei jungen Herzensbrecher. Es sind die Aufsteiger aus Bayern. Und ich habe mich vorhin mit ihnen unterhalten. Also sie sind sehr, sehr charmant. Und sie haben eigene Songs, eigene Texte, zwei ausdrucksstarke Titel jetzt speziell für sie. Und ich darf sagen, die Nachtfalken. Christiane, Christi, oh Christiane, baby, I love you so. Du und ich, wir zwei, sind uns einerlei, sowas von unendlich, sind wir uns zertrennlich, keiner hat die Kraft, dagegen zu wehren. Niemand kann dir sagen, keinen kannst du fragen, was soll ich bloß tun, kann nicht eher ruhen. Ich bin frei und doch gefangen in mir. Christiane, Christi, oh Christiane, baby, I love you so. Egal was kommt, du stehst total zu mir. Da muss ich passen, leider unerklärlich, fürs Leben so erschwerlich. Doch halt ich es ohne dich nicht aus. Ich wünschte, es wäre vorbei, dann wär ich endlich frei, könnt dann wieder lieben, alles neu erleben. Doch dieser Traum bleibt nur Illusion. Christiane, Christi, oh Christiane, baby, I love you so.
von dir gelernt. Du bist zu stark und gibst niemals auf. Du bist das, was ich so brauch. Alles gibst du, Liebe und Geborgenheit. Ich werd mich verlieren, wenn's dich nicht mehr gibt. So viel ist schon mit mir passiert. Es tut so gut, lass es mich spüren, ein Leben lang dich zu berühren. Es tut so gut, ich bleib bei dir, nur bei dir. Es tut so gut, wenn ich dich seh, Hand in Hand mit dir durch Straßen. Schon ganz krank. An deinen Duft habe ich mich schon zu sehr gewöhnt. Immerzu denk ich an dich. Endlos die Stunden, alleine und ganz ohne dich. Ich werd noch verrückt, wenn's nicht mal passiert, dich in meinen Armen zu spüren. Es tut so gut, lass es mich spüren. Ein Leben lang dich zu berühren. Es tut so gut, ich bleib bei dir, nur bei dir. Es tut so gut, wenn ich dich seh, Hand in Hand mit dir durch Straßen geh. Es tut so gut, ein Traum von dir, ich träum von dir. Lass es mich spüren, ein Leben lang dich zu berühren. Es tut so gut, ich bleib bei dir, nur bei dir. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Nachtfalken, und es tat Ihnen gut, es tut uns gut. Und liebe Claudia, ich glaube, es tut auch dir gut, wenn der nächste Künstler kommt, ein Rosenkavalier aus Thüringen. Er ist schon lange, lange Jahre in der Szene, hat schon 2 Single-CD aufgenommen, macht im Frühjahr ein neues Album. Wir haben einen Künstler, und er besingt die Rosen der Liebe, Claudia, für dich und für alle unsere Zuschauer. Und ich darf ihn ankündigen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frank Marino. An dich denk. Rosen der Liebe, so rot wie das Blut, sagen, hier brennt ein Feuer, noch heißer als Blut. Ein schöner Abend mit dir beim Glas Wein, gibt es nur selten, kannst du verzeihen. Meine Gefühle gehören zu dir.
ein Zeichen, dass ich oft an dich denk. Rosen der Liebe, so rot wie das Blut, sagen, hier brennt ein Feuer, noch heißer als Glut. Von meinen Reisen komm ich heut zurück, und jeden Abend, da fehlte ein Stück. Aus meinem Herzen lass ich dich nie gehen. Durch rote Rosen wirst du es verstehen. Rosen der Liebe bekommst du geschenkt. Sie sind ein Zeichen, das ich oft an dich denk. Rosen der Liebe, so rot wie das Blut, sagen, hier brennt ein Feuer, noch heißer als Blut. Sagen, hier brennt ein Feuer, noch heißer als Blut. Lieber Frank, herzlichen Dank für die vielen Rosen, die ich geschenkt bekommen habe. Das war sehr nett, vielen Dank. Und wir gehen weiter mit einer Gruppe. Ich habe es heute mit den bayerischen Gruppen, aber das finde ich ganz toll, weil Bayern ist ein super Land. Das sind urige Bayern und das sind wirklich richtige Stimmungsmacher. Sobald die das Festzelt betreten und auf der Bühne stehen, kann ich Ihnen nur sagen, das Festzelt steht Kopf. Und ich darf auch ganz kurz noch dazu sagen, der Produzent von dieser Gruppe jetzt ist der Stefan Peters. Und ich darf Ihnen sagen, viel Spaß mit der Gruppe Larifari. Alle hip, ja, das finden alle nett, weil es alle hip ist, hat den Ritt gepippt.
soweit, die Koffer stehen bereit. Die nächsten 14 Tage dann hat er für Frauen Zeit. Es wird nicht lang gewartet, schnell ins Reisebüro nein. Die Dame schaut ihn fragend an. Wohin's nach Rio oder nach Hawaii? Brautschau auf dem Zuckerhut, das reizt so manchen Mann. Doch hinfahren kann solcher nur, der sich das leisten kann. Der eine kommt zum Beutzen und der andere kommt zum Schauen. Doch meistens gibt's nur Ärger mit den Frauen. Brautschau auf dem Zuckerhut, das reizt so manchen Mann. Doch hinfahren kann solcher nur, der sich das leisten kann. Der eine kommt zum Beutzen und der andere kommt zum Schauen. Doch meistens gibt's nur Ärger mit den Frauen. Sonne flirtet er dann umeinander. Von einer Frau zur anderen in der Bar ist er bekannt. Schon nach ein paar Runden ist das Portemonnaie ganz leer. Dann hat man es bei vielen Frauen am Zuckerhut sehr schwer. Dem schlauen Mann ein Licht aufgeht und der weiß dann genau. Ich pfeif auf Rio, hab's mir gern, es geht auch ohne Frau. Brautschau auf dem Zuckerhut, das reizt so manchen Mann. Doch hinfahren kann solcher nur, der sich das leisten kann. Der eine kommt zum Beutzen und der andere kommt zum Schauen. Doch meistens gibt's nur Ärger mit den Frauen. Brautschau auf dem Zuckerhut, das reizt so manchen Mann. Doch hinfahren kann solcher nur, der sich das leisten kann. Und der andere kommt zum Schauen. Doch meistens gibt's nur Ärger mit den Frauen. Doch meistens gibt's nur Ärger mit den Frauen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, und jetzt kommt die große Frage: Wie komme ich denn vom Zuckerhut an die Nordsee? Die Larifaris mit ihrem bezaubernden Song Der Zuckerhut. Und ich muss jetzt an die Nordsee. Das ist doch ganz einfach. Ich mache es wie unser nächster Künstler. Ich klaue mir einen Dampfer und fahre damit über die Weltmeere. Und genau das macht auch unser nächster Künstler, ein Stimmenimitator. Er hat auch schon eigene CDs aufgenommen. Ein Stimmenimitator, er hat heute Nachmittag eine kleine Kostprobe gegeben. Und ich darf ihn präsentieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich klaue mir einen Dampfer mit Alex Simon. Wenn ich so aus dem Fenster schau, dann weiß ich nicht mehr weiter. Sogar Kai Uwe, mein kleiner Frosch, sitzt ganz unten auf der Leiter. Das Wetter macht uns alle krank, das ist schon Trübsal blass. Da fällt mir etwas Tolles ein, das macht bestimmt eine Menge Spaß. Ich hol den Seetag aus meinen Schrank, auch Kai Uwe, der muss mit. Gleich mich dann schnell zum Hafen hin, wie ein Vogel, der vor Gelte flieht. Ich klau mir einen Dampfer und fahr nach USA. Hanneboje rechts! Oder nehm ich die Route, vielleicht nach Afrika. Ab in Dschungel! Wer Lust hat, liebe Freunde, den lad ich dazu ein. Da machen wir dann ne Sause unter Palmen im Sonnenschein. Ja, ja. Doch erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Wie
Ich saß in einem Kajütenschrank, alles hatte mich sehr angestrengt. Bald schlief ich ein und träumte dann von Palmen, Sonne, Meer und Strand und sah mich wie ein Pascha hoch, reitend auf nem Elefant. Ich wurde wach, ach du mein Schreck, was ich sah, haute mich fast um. Kai-Uwe hatte schon ne Jacke an, es waren Eisberge um uns herum. Saukalt! Ich klau mir einen Dampfer und fahr nach USA. Ich komme! Oder nehm ich die Route, vielleicht nach Afrika. Bau ich ne Butze! Wer Lust hat, liebe Freunde, den lade ich dazu ein. Dann fliegen die Kurken. Da machen wir dann ne Sause unter Palmen im Sonnenschein. Ich klau mir einen Dampfer und fahr nach USA. Lande nicht. Oder nehm ich die Route, vielleicht nach Afrika. Oh, die Kokosnüsse. Wer Lust hat, liebe Freunde, den lade ich dazu ein. Da machen wir dann ne Sause unter Palmen im Sonnenschein. Das war vielleicht ein Ding, ja man glaubt es kaum. Jede Nacht sehe ich es wieder, immer wieder diesen bösen Traum. Ja, liebe Zuschauer, das war der Alex Simon und es ist wirklich ein Talent, das kann man wirklich sagen. Wunderbar gemacht, wunderbar vorgetragen. Und ich möchte Ihnen jetzt auch noch ganz kurz was zu mir sagen, weil Sie kennen mich ja eigentlich gar nicht und ich stehe hier heute das erste Mal. Ich war vorhin ganz nervös, aber jetzt geht es mir schon viel, viel besser. Und deshalb kann ich jetzt auch gleich unsere nächste Gruppe vorstellen. Die haben wir heute schon mal gesehen und ich frage Sie jetzt, wenn Sie Tatütata hören, an was denken Sie da? Genau, an die Polizei, an die Feuerwehr oder an den Krankenwagen. Aber nicht so hier bei uns im Studio. Für Sie jetzt mit Tatütata die Eiszeit. Stadt. Und wir halten jeden Tag eine Übung ab. Grund dafür kennt bei uns bereits das kleinste Kind, weil Männer von der Feuerwehr immer durstig sind. Sechs war heute in unserer Stadt die Sirene los. Der Bertram stürzt aus seinem Haus in der Unterhose. Der Rudi, unser Jüngster, erscheint gar ohne Helm. Er hat den Nachtzopf auf dem Kopf, dieser kleine Schelm. Dann geht es los, den Motor an und das blaue Licht. Der Bernhard springt aufs Spitzendach, das nächste bessere Sicht. Dann geht es auf das große Tor und alles singt im Chor. Da, dü, da, dü, da, da, deine Ärzte sind schon da. Da, 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 dü, sing ins Feuer in die Knie. Da, dü, da, da, Feuer aus die Wunderwahl. Da, 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 dü, da, dü, bleib ihr Marsch bis morgen. Das Feuer endlich aus, geht's jetzt richtig los. Man trifft sich noch im Stammlokal, trinkt so manche Maß. Der Norbert, unser Kommandant, macht das Radio an, kommt dabei aus Versehen an den Feuerwälder ran. Sirenenklang, Motorenlärm, es blitzt das blaue Licht. Der Bernhard springt aufs Spitzendach, das nächste bessere Sicht. Dann geht es auf das große Tor und alles singt im Chor. Deine Ärzte sind schon da. Da, 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 dü, bring es Feuer in die Knie. Da, dü, da, da, Feuer aus die Wunderbar. Da, 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 dü, da, dü, bleib ihr Marsch bis morgen früh. Da, dü, da, dü, da, da, deine Ärzte sind schon da. Da, da, da,
Pärchen vor. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und das war unsere letzte Gruppe mit der Show-Einlage. Ich darf euch sagen, Jungs, ihr wart hervorragend, ihr wart spitze. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden uns bei aller Gesundheit wieder treffen am 14.02. Und jetzt möchte ich mich gerne in der Kamera sehen. Ich habe keinen Spiegel, aber ich glaube, dass es sehr lustig aussieht. Am 14.02., meine Damen und Herren, werden wir uns wieder treffen hier in unserem Studio, offener Kanal Ludwigshafen, zu der beliebten Sendung Musikbox in Deutsch. Und ich darf alle meine Künstler nochmal beglückwünschen, darf mich bedanken. Das waren einmal die Gruppe Eiszeit. Unser Freund und Sänger Peter Pieper. Dann haben wir unser Duo, die Moskitos. Jawohl. Eine ganz charmante Sängerin aus dem hohen Norden an der holländischen Grenze, Alexandra Wessler. Das Duo, die Nachtfalken. Vielen herzlichen Dank für euer Kommen. Unser Mann aus Thüringen, Frank Marino. Wo ist er? Hallo Frank. Und alle hip, die Gruppe Larifaris. Yeah. Unser junger Freund, unser Alex Simon. Wo ist Alex? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, und ich komme von der Feuerwehr und ich habe natürlich mitgebracht einen ganzen Löschzug an lieben Freunden hier im Studio, unserer Zuschauer, aber nicht zu vergessen, meine ganz, ganz reizende Co-Moderatorin, eine ganz liebe, und ich hoffe, dass ich noch öfters mit ihr arbeiten darf, unsere liebe Claudia Martins. Vielen herzlichen Dank, lieber Peter. Und ich freue mich natürlich, dass ich heute Abend hier sein durfte. Und ganz besonders natürlich möchte ich auch den Hauptmoderatoren vorstellen hier heute Abend. Ihr Peter Carlos. Vielen herzlichen Dank. Bis auf bald, liebe Zuschauer. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Und wir sehen uns hoffentlich wieder mit unserer lieben Claudia. Du siehst fantastisch aus, mein Kind. Mit unserer lieben Claudia hier im offenen Kanal in Ludwigshafen. Gesundheit und viel Erfolg bis dahin. Und wir verabschieden uns aus dem offenen Kanal bei der Musikbox Deutsch. Ihr Peter Carlos. Vielen Dank. Ciao. Auf Wiedersehen. Dankeschön, Maus.